sondern wir sind beim Tagesordnungspunkt 3, Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde. Und ich darf jetzt in der Reihenfolge aufrufen, die Frage zu stellen. Als erstes Frau Adelheid Neupert. Wenn Sie so nett sind, kommen Sie hier vor an das Hauptrednerpult. Sie können aber auch eines der Saalmikrofone nutzen. Warten Sie mal. Können Sie mal da hinten bitte das Mikrofon dort einschalten? Hallo, Technik da oben. Ich komme. Ich wohne in Dresden-Bühlau und nutze die Fragestunde aus ganz persönlichem Interesse und zusätzlich im Auftrag der Bürgervertretung Bühlau e.V. Meine Fragen stelle ich zu den Verkehrswegen um das Gymnasium in Dresden-Bühlau und die entstehende Rochwitzer Grundschule und zu den Verbindungswegen zwischen den Wohn- und Schulstandorten. Ich schildere Ihnen kurz die Situation des Gymnasiums Bühlau. Mit der vollen Inbetriebnahme der Schule werden dort 1.500 Schüler lernen und die vorhandenen Zuwege nutzen. Die verkehrsmäßige Überforderung des Ullersdorfer Platzes ist seit langem alljährlich mehrfach Thema von Zeitungsmeldungen. Und was für uns weitaus unangenehmer ist, täglich Reizpunkt für alle Benutzer. An der Fußgängerampel gibt es kein Schutzgeländer, das den Fußgängerverkehr kanalisieren könnte. Die Fußgängerinseln im Haltestellenbereich sind zu Zeiten verdichteten Schülerverkehrs überfordert. Das Wartehäuschen der Dresdner Verkehrsbetriebe ist täglich so verschmutzt, dass man es nur mit Ekel betreten kann. Eine für ein Jahr zum Probebetrieb aufgestellte öffentliche Toilette, mobile Toilette, die gut angenommen wurde, wurde im letzten Monat wieder abgebaut. Auf einem Teilstück der 15% steilen, unmittelbar an das Gymnasium grenzenden Kuhnewalder Straße gibt es keinen schützenden Gehweg für Anwohner und Schüler. Der Eschdorfer Weg, der als sichere Fuß- und Fahrradverbindung der Schüler aus dem Schönfelder Hochland genutzt werden könnte, ist durch einen uneinsichtigen privaten Anlieger seit Jahren blockiert. 800 durch Unterschrift belegte Willensbekundungen von Bühlauer Bürgern, eine Petition der Bürgervertretung Bühlau zur Öffnung des sehr alten Nutzweges verliefen erfolglos. So viel zur direkten Situation um das Gymnasium Bühlau. Zwischen den Wohn- und Schulstandorten Bühlau und Rochwitz verläuft die Hutbergstraße. Sie hat ebenfalls keinen schützenden Gehweg und ist zum Teil durch kurvigen Verlauf und Hohlwegsituation uneinsehbar. Wir, das heißt die Bürgervertretung Bühlau, haben sich seit Jahren an zuständige Stellen gewandt und auf diese Missstände hingewiesen. Die getroffenen Maßnahmen befriedigen uns nicht und die Argumentation, da muss erst mal was passieren, ist für uns sehr befremdlich. Wir möchten, dass die sehr guten Lernbedingungen, die an den neuen Schulstandorten geschaffen wurden, in Bühlau und Rochwitz, nicht durch schlechte Zuwägung beeinträchtigt werden und fragen konkret. Gibt es in naher Zukunft Pläne, die genannten Missstände zur Gewährleistung der Sicherheit von Schülern und Anwohnern zu fußläufigen Wegen zu gestalten? Und wir meinen damit nicht den Ausbau der Verkehrswege, damit die Kinder mit Geländewagen in die Schule gebracht werden können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Neupert, für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Schmidt-Lamontin. Ja, ich würde mal versuchen, Frau Neupert, die verschiedenen Sachen, die Sie angesprochen haben, nacheinander abzuarbeiten. Also erstmal zur Frage des Erweiterungsbaus, der dort geplant wird, und des Neubaus der Grundschule. Die zweistufige 61. Grundschule Heinrich Schütz wird durch einen Neubau mit derselben Kapazität ersetzt. Dadurch kommt es also erstmal nicht zu einer Schülerzahlvergrößerung.
Gleichwohl gibt es aber einen Erweiterungsbau des Gymnasiums Bühlaus, das jetzt sechszügig statt vierzügig ist. Also da kommt es schon zu größeren Fußgängerzahlen. Dann die Frage der fußläufigen Verbindung über die Hutbergstraße nach Rochwitz zum Gymnasium Bühlau. Da hatten Sie ja auch eine Petition eingereicht. Dazu kann man antworten, die Hutbergstraße zwischen Rochwitz und Bühlau ist Bestandteil des Gehwegeprogramms zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und hat dort eine hohe Priorität. Allerdings haben wir sehr viele Vorhaben in diesem Gehwegeprogramm. Der Bau des Gehwegs entlang der Hutbergstraße soll als Komplexmaßnahmen im Zusammenhang mit dem erforderlichen Ausbau der gesamten Straße erfolgen. Der ist allerdings zurzeit noch nicht im Haushalt eingeordnet. Und das wird auch erst dann möglich sein, wenn die Vorplanung fertig ist, die sich aber derzeit in Erarbeitung befindet. Dann zum Thema Haltestelleninseln am Ullersdorfer Platz, Schülerandrang. Es gibt derzeit Planungen oder beziehungsweise planerische Untersuchungen für den Bereich Bautzen Landstraße zwischen Grundstraße und Rossendorfer Straße. Dazu gab es auch einen Stadtratsbeschluss im März 2016. Eine Verbesserung der Haltestellenlösung am Ullersdorfer Platz ist Bestandteil dieser Planung. Erste Planungsergebnisse sind zusammen mit einem Finanzierungskonzept für Ende dieses Jahres vorgesehen. Dann die Frage des Eschdorfer Weges, fußläufige Verbindung des öffentlichen Weges 51 von der Bautzener Landstraße zum Gymnasium. Also erstmal der Eschendorfer Weg zwischen Kuhnewalder Straße und Eschdorfer Straße verläuft durchgängig über private Flurstücke. Eine Widmung als öffentlicher Weg und eine reguläre Nutzung als Fuß- und Radweg bedingt neben der zurzeit nicht gegebenen Flächenverfügbarkeit einen Ausbau des Weges mit über 2,50 Meter Breite. Der öffentliche Weg 51 zwischen Bautzener Straße und Kuhnewalder Straße verläuft teilweise ebenfalls über private Flächen. Eine Sanierung ist bisher aus finanziellen und eigentumsrechtlichen Gründen nicht erfolgt. Zudem setzt auch hier die Mitbenutzung des Weges durch Radverkehr eine Verbreiterung auf über 2,50 Meter voraus. Die parallel zum öffentlichen Weg 51 und Eschdorfer Straße verlaufende Quorener Straße ist im Entwurf des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Dresden, ist noch nicht beschlossen, als wichtige Verbindungsstraße für den Radverkehr benannt. Die 2013-2014 vom Stadtplanungsamt erstellte Vorplanung zum Ausbau der Quorener Straße sieht einer grundhaften Sanierung einschließlich einer durchgängigen Errichtung funktionaler Gehbahnen vor. Eine Weiterführung und Umsetzung der Planung ist bisher aus finanziellen Gründen ebenfalls nicht erfolgt. Soweit die Beantwortung von Herrn Kollegen Spittler-Montin. Wir kommen zum nächsten Fragenden, Herr Carsten Ungewitter, wenn ich Sie bitten darf. Nicht da? Doch, bitteschön. Funktioniert das jetzt? Ja. Es funktioniert. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich möchte die Möglichkeit nutzen, der Einwohnerfragerinnenstunde, um folgende Frage zu stellen. Die hat einen Hintergrund. Die Menschen, die in den letzten Monaten nach Dresden gekommen sind und eine Anerkennung als Flüchtling erhalten haben, haben Schwierigkeiten, das wissen wir alle, Wohnungen, die den Sätzen des Jobcenters entsprechen, zu finden. Die Tendenz, dass die meisten in den Plattenbaugebieten Prolis und Gorbitz unterkommen, bedeutet, dass die Bemühungen um Inklusion vor allem von einkommensschwächeren Bewohnern der Stadt zu erbringen sind und nicht von der ganzen Stadtgesellschaft. Dies kann mittel- und langfristig zu Spannungen in diesen Stadtteilen führen und erschwert die Integration der Geflüchteten in die Stadtgesellschaft. Bleibt die Verteilung so? Wird es zudem für die Dresdnerinnen und Dresdner in den anderen Stadtteilen auch in einigen Jahren immer noch nicht zur Normalität geworden sein, mit Menschen anderer Herkunft zusammenzuwohnen? Daran schließe ich drei Fragen. Welche langfristigen Konzepte hat die Stadt zur Integration von Geflüchteten in Wohnquartiere in den verschiedenen Stadtteilen? Welche wohnungspolitischen und integrationspolitischen Ansätze der Stadt gibt es, um diese Integration zu gestalten? In welcher Weise wird die Stadt Dresden dabei mit zivilgesellschaftlichen Akteuren kooperieren, zum Beispiel mit dem Elixier Dresden e.V., von dem auch ich bin? Und die letzte Frage, nutzt die Stadt Dresden Förderprogramme wie Stadtentwicklung und Migration, so der Titel, auch in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren? Vielen Dank. Vielen Dank für die Fragestellung. Herr Ungewitter, die Beantwortung übernimmt Frau Bürgermeisterin Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Ungewitter, für Ihre Fragen. Sie haben vier Fragen an die Stadt gestellt, die ich
nunmehr beantworten möchte. Die konzeptionell basiert die Integrationsarbeit der Landeshauptstadt Dresden im Bereich für geflüchtete Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Fachplan Asyl für das Jahr 2014 bis 2016 sowie auf dem Konzept zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Der Fachplan Asyl soll bis Ende diesen Jahres fortgeschrieben werden. Das Konzept zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund wurde im vergangenen Jahr verabschiedet und definiert ganz konkrete Ziele der Integrationspolitik, der mittelfristigen Integrationspolitik für die Stadt Dresden bis zum Jahr 2020. Diese unterscheiden sich, diese Ziele, in kurz- und mittelfristige sowie langfristige Ziele ganz konkret. Letztere fokussieren auf die Weiterentwicklung der Willkommens- und Anerkennungskultur, in der sich Menschen mit Migrationshintergrund als gleichberechtigte Mitglieder der Dresdner Stadtgesellschaft entfalten können. Hingegen sind die Schaffung eines gleichberechtigten Zugangs und Bildungserfolgs, die verbesserte Einbeziehung in das politische und gesellschaftliche Leben der Stadt, der Ausbau der Strukturen für die selbstständige und nicht selbstständige Beschäftigung sowie die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu kommunalen Angeboten und Dienstleistungen mittel- bis langfristige Ziele zur Integration und werden bis 2020 realisiert. Aufgrund der besseren Integrationsmöglichkeiten verfolgt die Landeshauptstadt Dresden bisher das Ziel, geflüchtete Menschen möglichst dezentral in die Stadt zu integrieren. Das bedeutet, wir haben uns einen Schlüssel 60-40 auferlegt. 60% der geflüchteten Menschen leben in Wohnungen, 40% in Wohnheimen. Sie haben des Weiteren gefragt, in welcher Weise wird die Stadt Dresden dabei mit gesellschaftlichen Akteuren kooperieren, um eben auch das Thema Wohnen langfristig zu bearbeiten. Die Landeshauptstadt Dresden hat sich verstärkt auf die Integrationsthematik und hier auch ganz bewusst im Bereich ihrer Bodenpolitik orientiert. So wurden im Liegenschaftsamt der Stadt Gespräche mit verschiedenen Akteuren, und das wissen Sie auch unter anderem mit Ihnen als Elixier Dresden e.V. Vertreter, geführt. Und im Anschluss daran werden Vorlagen zu Konzeptausschreibungen auf den Weg gebracht, beziehungsweise befinden sich auch teils bereits im Geschäftsgang für den Stadtrat und werden dann zu Ausschreibungen von ganz konkreten Grundstücken führen. Die Konzepte sehen die Integration von Geflüchteten in Wohnquartieren vor und berücksichtigen hierbei zum einen das Preisniveau von einkommensschwachen und Schwellenhaushalten und zielen natürlich auch ganz explizit auf das interkulturelle Wohnen in der Stadt ab. Wir sind auch als Stadt Dresden in unterschiedlichsten Förderprogrammen aktiv, insbesondere im Bereich der ESF-Förderung in den Gebieten Friedrichstadt, Johannstadt sowie Dresden-Nord, das beinhaltet das Hechtgebiet, und Pieschen werden vielfältige Integrationsangebote und Integrationsnetzwerke durch europäische Fördermittel unterstützt, die wir aktiv einwerben. Im Bund-Länder-Programm Soziale Stadt sind die Stadtteile Prohlis, Gorbitz und Johannstadt einbezogen. Durch diese Programme werden unterschiedlichste zivilgesellschaftliche Integrationsprojekte gefördert. Soweit die Beantwortung. Als nächste Fragende habe ich Denisa und Thomas Köcher. Ich weiß nicht, wer es von beiden macht. Bitte. Beide. Ich habe schon gesagt, wer ist die junge Frau da hinten? Aber jetzt weiß ich. Bitte schön. Guten Tag. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Guten Tag, Abgeordnete des Stadtrates. Wie Sie sehen können, haben wir vor kurzem Nachwuchs bekommen und verbringen deshalb auch viel mehr Zeit in der Natur und draußen in Dresden. Wir sind auch zugezogen.
und verbringen auch sehr viel Zeit in der Elbe-Landschaft und in der Gegend. Und es ist aufgefallen, dass es da gar keine Sanitäreinrichtung gibt. Also man hat ja den Eindruck, dass halb Dresden in den Sommermonaten an der Elbe ist und in der Natur. Aber es wird dann eben doch sehr viel gegrillt, aber eben doch sehr viel Dreck hinterlassen. Der Dreck, der landet ja dann später durch Wind und Wetter auch in der Elbe. Und ja, die Männer und die Frauen verrichten ihre Notdurft in den Gebüschen. Das ist ja dann auch nicht so wirklich schön. Und wir waren dann eben auch im großen Garten und im Alaunpark. Und da haben wir gesehen, da gibt es eben diese Sanitäreinrichtungen. Gerade im Alaunpark hat uns das gut gefallen. Natürlich kann man jetzt einen Park nicht vergleichen mit dem riesigen Elbe-Radweg von Alt-Pieschen bis Penitz runter. Aber das war uns so, weil es gab eben auch Wickelmöglichkeiten für Familien im Alaunpark und eben Toilettenangelegenheit, dass man seine Notdurft nicht halt in den Gebüschen verrichten muss. Und auch Dresden als Tourismusstadt würde es ja auch noch mal mehr auszeichnen, noch touristenfreundlicher sein und die Stadt natürlich auch noch lebenswerter, noch schöner, noch angenehmer machen, da zu wohnen. Und da wäre so die Frage von, oder war die Frage von uns, ist sicherlich nichts, was man jetzt kurzfristig machen kann, aber ob man mittelfristig Sanitäranlagen schaffen würde entlang des Elbradweges, damit der eben nicht so verschmutzt wird und die Leute nicht immer ihren Dreck dort hinterlassen. Also man müsste auch mehr Müllbehälter anschaffen, weil es gibt in meinen auch zu wenig Müllbehälter, wo der Dreck hinterlassen werden kann. Dadurch landet immer alles auf den Elbwiesen. Und das war unsere Frage, die Schaffung von Sanitäranlagen und auch weiteren Müllbehältern entlang des Elberadweges. Vielleicht natürlich nicht kurzfristig, aber als mittelfristiges Projekt. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Köcher, für die Frage. Und die Beantwortung übernimmt Bürgermeister Fojan. Jetzt bin ich etwas unvorbereitet erwischt worden, weil auf meiner Liste stand was anderes, aber egal. Es ist so, dass wir die Frage, ob da auf dieser Strecke was errichtet werden kann, natürlich einerseits haushalterisch betrachten müssen, andererseits muss es auch genehmigungsfähig sein. Wir haben da Haushaltsdiskussionen gerade vor uns liegen. Meine eigenen Bereiche haben bei mir was angemeldet, was ich sozusagen spiegelbildlich bei mir als Kämmerer auch anmelden muss, nämlich für bestimmte Bereiche weisen Sie auch darauf hin, dass Sanitäranlagen notwendig sind. Rosengarten ist so ein Stichwort gewesen, was mir zugearbeitet worden ist. Und man müsste es prüfen. Ich kann es aber jetzt kaum zusagen, weil wir das natürlich eine finanzielle als finanzielle Größenordnung in den Haushalt einordnen müssen. Und da ist es etwas eng. Wir werden diese Beratungen führen. Inwieweit es genehmigungsrechtlich zulässig ist, das übersteigt ein bisschen im Moment meinen Wissensstand, weil wir natürlich da in der Elblandschaft, wenn es Richtung Pillnitz rausgeht, vermutlich nicht einfach so irgendetwas errichten können. Zu verweisen ist im Moment daher eigentlich nur auf die Toilettenanlagen, die es gibt, die errichtet werden unter der Carola-Brücke. Das ist bezogen auf den von Ihnen geschilderten Sachverhalt vermutlich nicht ausreichend, weil es ja nur eine Elbseite ist und nicht auf der anderen Elbseite gegrillt wird, auf der anderen Elbseite. Und der Zustand ist nicht so schön und ob wir Abhilfe schaffen können, das ist allerdings im Moment noch sehr offen. Als nächste Frage ist angemeldet Herr Mike Ma. Ich darf ihn zum Mikrofon bitten. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, beigeordnete Stadträte und Gäste. Meine Einwohneranfrage bezieht sich auf die Radverkehrsführung auf der Loschwitzer Elbbrücke, dem Blauen Wunder. Die Verkehrsführung auf dem Blauen Wunder ist seit Jahren für Radfahrer unzumutbar. Quert man die Brücke regelkonform auf der Straße, so wird man insbesondere in Richtung Körnerplatz sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für den ÖPNV zum Verkehrshindernis. Man wird regelmäßig von Autofahrern bedrängt bzw. durch jene ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholt und damit stark gefährdet. Beim Überholen wird verkehrswidrig die doppelt durchgezogene Mittellinie überfahren und damit der entgegenkommende Verkehr gefährdet.
Wenn man als Radfahrer seine Gesundheit schützen will, ist man somit gezwungen, das blaue Wunder regelwidrig auf dem Fußweg zu überqueren, womit man wiederum insbesondere auf den Brückenrampen die Fußgänger gefährdet. Da es sich beim blauen Wunder um eine wichtige und stark frequentierte Radverkehrsverbindung handelt, die sich bisher überhaupt nicht in der Verkehrsraumaufteilung widerspiegelt, besteht hier aus meiner Sicht ein dringender Bedarf an Radwegen. Die Anlage von Radwegen wäre auch ohne größeren finanziellen Aufwand kurzfristig realisierbar, indem man eine der beiden Fahrspuren in Richtung Schillerplatz aufgeben würde und stattdessen beiderseits der Fahrbahn Radfahrstreifen anlegen würde. Der Entzug einer Fahrspur ist für den Autoverkehr verkraftbar, da mit der Verkehrsfreigabe der Waldschlösschenbrücke eine alternative Querungsmöglichkeit der Elbe insbesondere für die Wegebeziehung von Bülau nach Striesen und Johannstadt besteht. Eine solche Alternative besteht für den Radverkehr nicht, da unter anderem auch in den nächsten Jahren nicht mit einer radverkehrstauglichen Sanierung des Körnerwegs zu rechnen ist. Außerdem würde sich mit dem Entzug einer Fahrspur die statische Beanspruchung der historischen Tragkonstruktion vermindern und damit die Restnutzungsdauer der kulturhistorisch bedeutsamen Brücke verlängern. Der Entzug einer Fahrspur zugunsten von Radwegen hätte also folgende Vorteile. Erstens, keine Gefährdung der Fußgänger durch Radfahrer auf den Fußwegen. Zweitens, geringere Gefährdung der Radfahrer durch den Kfz-Verkehr. Drittens, keine Behinderung des motorisierten Individualverkehrs sowie des ÖPNV durch Radfahrer. Viertens, Entlastung der anliegenden Stadtteilzentren um den Körner- und Schillerplatz vor Verkehrsemissionen. Fünftens, Entlastung der Grundstraße aufgrund der partiellen Verlagerung des Kfz-Verkehrs auf die leistungsfähigere Waldschlösschenbrücke. Und sechstens, Verlängerung der Restnutzungsdauer des Kulturdenkmals Blaues Wunder. Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen. Erstens, ist die Anlage von Radwegen auf dem Blauen Wunder geplant und wenn ja, wann sollen sie realisiert werden? Zweitens, welche anderen Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung zur Verbesserung der Situation für den Radverkehr auf dem Blauen Wunder? Und drittens, wie viele Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern wurden in den letzten 10 Jahren im Bereich des Blauen Wunders registriert, beziehungsweise ist das Blaue Wunder der Verwaltung als Unfallschwerpunkt bekannt? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Mahr, für die Frage. Die Beantwortung übernimmt der Bürgermeister Schmidtler-Martin. Ja, sehr geehrter Herr Mahr, ich habe hier eine sehr lange Antwort. Es dauert also einen Moment. Haben Sie etwas Geduld? Setzen Sie sich hin. Zur ersten Frage. Mit den Stadtratsbeschlüssen zum Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt Dresden aus 2011 sowie zum Erhalt des Blauen Wunders und Aufwertung des Schiller- und Körnerplatzes aus Mai 2010 und zur Verbesserung des Radverkehrs in der Hüblerstraße November 2013 werden für das Umfeld des Blauen Wunders eine zusätzliche Reduzierung der Verkehrsbelastung um weitere 10% des durchschnittlichen Tagesverkehrs, Optionen zum Erhalt der Brücke und zu möglichen Aufwertungspotenzialen an Schillerplatz und Körnerplatz sowie verkehrsplanerische Lösungen für die Hüblerstraße, insbesondere für den Radverkehr zwischen Berggartenstraße und Schillerplatz, gefordert. Die in den oben genannten Beschlüssen enthaltenen komplexen Vorgaben wurden in einem umfangreichen Planungs- und Diskussionsprozess untersucht. Eine entsprechende Informationsvorlage ist derzeit in Vorbereitung. Als kurzfristig umzusetzende Maßnahme wird die Verbesserung des Radverkehrs in der Hüblerstraße vorgeschlagen werden. Mit der Öffnung der Einbahnstraße, Hüblerstraße zwischen Berggartenstraße und Schillerplatz für den Radverkehr in Gegenrichtung wird für die Radfahrenden eine kurze und direkte Verbindung aus südwestlicher Richtung in Richtung Schillerplatz, Loschwitzer Brücke sowie ein direktes Anfahren der Geschäfte in der Hüblerstraße geschaffen. Mit der Modernisierung der Lichtsignalanlage am Schillerplatz im März 2015 ist eine entscheidende Voraussetzung für die Verbesserung dieser Radverkehrsverbindung gegeben. Der entgegen der Einbahnstraße fahrende Radverkehr in der Hüblerstraße erhält einen separat signalisierten Fahrstreifen am Schillerplatz. Er erhält ein gesondertes Radsignal und wird dann mit dem Straßenraum in den Straßenraum des Blauen Wunders entlassen, allerdings dann im Mischverkehr. Für die Radverkehrsführung auf dem Blauen Wunder wurden bisher keine überzeugenden Lösungen gefunden. Das Thema wird aber intern weiter diskutiert mit dem Ziel, die Situation für Radfahrer auf dem Blauen Wunder zu verbessern. Also wir sind an dem Thema dran. Zur zweiten Frage, welche Möglichkeiten wir zur Verbesserung der Situation für Radfahrer auf dem Blauen Wunder sehen. Im Entwurf des Radverkehrskonzepts für die Landeshauptstadt Dresden wurde die Herstellung von Radverkehrsanlagen auf dem Blauen Wunder mit hoher Priorität eingeordnet. Allerdings ist das bislang ein Entwurf, der Politik auch noch nicht vorliegt und der erst im Herbst beschlossen werden kann, wenn wir ihn dann wirklich in den Umlauf bringen.
Unter Berücksichtigung zukünftiger Prognosen und der tatsächlichen Entwicklung des Model Split sollen neue Varianten geprüft werden. Weitere Verbesserungen werden unter anderem mit der Vorplanung zum veränderten Gleisachsabstand auf dem Schillerplatz geprüft. Ein Ergebnis liegt aber bisher noch nicht vor. Zur dritten Frage, wie viele Unfälle in den letzten 10 Jahren registriert wurden. Da ist das Problem, dass wir die allgemeinen Unfallzahlen selber nicht statistisch führen und deswegen auch gerade noch keine Zahlen vorliegen. Die sind schon vor längerer Zeit abgefragt worden durch uns für die gesamte Stadt. Wir warten allerdings noch auf eine Antwort von der zuständigen Behörde. Was wir allerdings sagen können, dass im Bereich des Blauen Wunders 3 Unfallhäufungsstellen sind, also in dem gesamten Areal. Und zwar einmal am Knotenpunkt Schillerplatz, am Knotenpunkt Körnerplatz sowie auf der Loschwitzer Brücke selber. Da habe ich jetzt Unfallzahlen einfach aus dem Jahr 2015, vielleicht einfach, um mal ein Jahr als Vergleichswert zu haben. An der Unfallhäufungsstelle Schillerplatz gab es im Jahr 2015 insgesamt 12 Unfälle, davon 3 mit Radfahrern. An der Unfallhäufungsstelle Körnerplatz gab es insgesamt 35 Unfälle, davon 7 mit Radfahrern. Und auf der Loschwitzer Brücke gab es insgesamt 10 Unfälle und davon 2 mit Radfahrern. Also aufgrund dieser Unfallhäufung möchte ich doch den Stadtrat sehr bitten, dass hier noch mehr Druck gemacht wird, dass hier endlich eine Lösung herkommt. Denn eigentlich wird schon seit 20 Jahren auf eine Lösung gewartet. Es kann einfach nicht sein, dass eine Verkehrsart komplett aus so einem Verkehrszug ausgeschlossen ist und eigentlich keine Möglichkeit hat, regelkonform diese Brücke zu queren. Dankeschön. Soweit zu dieser Frage. Als nächster Fragender ist Herr Wehnert ausgewählt worden. Darf ich Sie bitten? Guten Tag, mein Name ist Michael Wehnert, ich wohne in Dresden-Omsewitz und habe folgende Hauptfrage mitgebracht. Warum ist eine Aufstockung von weiteren 300 Asylsuchenden wiederum im Ortsamtbereich Kotta geplant, im Bereich der Ginsterstraße 3? Der Hintergrund ist, dass Ortsamtbereich Kotta stellt bereits jetzt schon über ein Viertel der Unterbringung für die Asylsuchenden im Bereich Dresden. Daraus ergibt sich noch weitere Frage. Warum werden die Asylsuchenden ungleich auf das Stadtgebiet verteilt? Und was ist die Definition von einer dezentralen Unterbringung, wenn im Bereich der Harter Straße ehemalige Gagfa-Wohnblöcke weitestgehend von Asylsuchenden bewohnt sind? Ist das dann noch eine dezentrale Unterbringung oder ist das dann auch schon zentral? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Wehnert, für Ihre Frage. Die erste bezog sich auf die Ginsterstraße im Ortsamtsbereich Kotta. Im Ergebnis des Stadtratsbeschlusses aus dem Dezember 2015 wurde beschlossen, die Schule in der Ginsterstraße zur Unterbringung von Asylsuchenden umzubauen. Das war das sogenannte Maßnahmenpaket 2. Und der ein oder andere mag sich noch an die Größe des Flüchtlingsstromes erinnern. Die notwendigen Baumaßnahmen sollen bis Ende August 2016 dieses Jahres abgeschlossen sein, so lautet der Beschluss von einst. Das Vorhaben wird in dieser Form jedoch seitens der Landeshauptstadt nicht weiter verfolgt. Künftig wird das Haus als Auslagerungsstandort für Schulen, die saniert werden, Verwendung finden. Sie fragten des Weiteren, warum es keine Gleichverteilung von asylsuchenden Menschen in der Stadt gibt. Einen festgelegten Schlüssel zur Verteilung der Asylsuchenden gibt es nicht. Dieser durchaus wünschenswerte und auch von der Stadtverwaltung angestrebte oder diese Verteilung lässt sich leider in der Praxis in dieser Konsequenz nicht umsetzen. Bei der Unterbringung von asylsuchenden Menschen ist die Stadt Dresden eben insbesondere auch auf Wohnungsangebote oder auf Unterbringungsangebote dritter, privater oder genossenschaftlicher Akteure angewiesen.
Diese Angebote werden durch eine ämterübergreifende Projektgruppe auf ihre Nutzungsmöglichkeiten hin geprüft. Geeignete und preislich angemessene Wohnungen stehen ebenfalls nicht in allen Stadtteilen in ausreichendem Maße zur Verfügung. Und die von Ihnen beschriebene Beobachtung ist damit natürlich korrekt. Die Stadtteile Gorbitz, Prohlis und Johannstadt sind Orte, wo viele preisgünstige Wohnungen zur Verfügung stehen. Das sind Gebiete in der Stadt Dresden, wo insbesondere die Vinovia der Landeshauptstadt Dresden Wohnraum zur Verfügung stellen kann, oder eben Gebiete, in denen vertragliche Regelungen über sogenannte Gewährleistungs- oder Belegungsrechte bestehen. Ihre Frage, was ist dezentral und was ist zentral bei der Unterbringung? Dezentral bedeutet, wie gesagt, dass eine Unterbringung in sogenannten Gewährleistungswohnungen stattfindet, und diese dezentrale Unterbringung stellt damit ein Pendant zu Übergangswohnheimen dar, die wir als zentrale Unterbringung bezeichnen. Sie fragten des Weiteren, wie soll der bereits seit Jahren benachteiligte Stadtteil Gorbitz Integrationsarbeit wirklich leisten? Ich denke, dass man nicht per se von einem benachteiligten Stadtteil sprechen kann, weil es sehr, sehr viele Bemühungen in den letzten Jahren gab, auch im Rahmen der sozialen Stadt Gorbitz und seine Probleme integrativ anzupacken. Und es ist ganz klar, dass die Integration von geflüchteten Menschen eine große Herausforderung für die gesamte Stadt ist. Zunächst mussten wir den Menschen ein Dach über den Kopf geben. Ich denke, das haben wir gut gemeistert. Jetzt gilt es, Sprache zu vermitteln, Werte und Normen zu vermitteln, fit machen für Bildung, für den Ausbildungsmarkt, für die Beschäftigung und natürlich auch dauerhaft Wohnraum für eine insgesamt wachsende Stadt sicherzustellen. Und all diese Aufgaben machen natürlich nicht an einzelnen Stadtteilen Halt, auch nicht an Gorbitz, sondern sie sind eine gesamtstädtische Aufgabe für die gesamte Stadt, und für diese Herausforderung tritt auch die gesamte Stadtverwaltung ein, dass wir sie positiv meistern. Und ich denke, wichtig ist zunächst, egal in welchen Stadtteilen Menschen wohnen miteinander, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man vorurteilsfrei aufeinander zutritt. Und ich denke, der überwiegende Teil der geflüchteten Menschen in unserer Stadt ist froh, hier zu sein, Ruhe zu haben und Frieden zu finden. Und vor diesem Hintergrund bedarf es engagierter Bürgerinnen und Bürger und Initiativen, die eben diese Herausforderung meistern, unabhängig davon, ob Menschen in Gorbitz, in Johannstadt, in Leuben, in Pieschen oder in der Altstadt wohnen. Danke. Darf ich noch ganz kurz? Ist es noch an? Jetzt, was ich damit halt auch noch sagen wollte, die Integration muss halt von der ganzen Stadt erfolgen, vom ganzen Stadtgebiet, und kann halt nicht von so kleinen Stadtgebieten wie Omsewitz oder Gorbitz erfüllt werden. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Und das ist ja das Ziel, was wir haben. Soweit es in unserer Kraft steht, über das gesamte Stadtgebiet es auch gleichmäßig zu verteilen. Und wir gehen ja, das hat ja Frau Dr. Kaufmann auch angedeutet, wenn wir Möglichkeiten, Flexibilitäten haben, nutzen wir die ja, so wie angedeutet, dass wir eben den Dienstweg eben jetzt nicht für eine Unterbringung vorsehen, sondern im Moment eben prüfen, ihn wieder als Schulstandort nutzen zu können und damit eben auch Rechnung zu tragen. So, meine Damen und Herren, das war die Einwohnerinnen und Einwohner-Fragestunde. Wir kommen damit zum weiteren Teil.